Hallo Freunde und willkommen zur nächsten Aufnahme und zur nächsten Mission hier bei Let's Play Anno 2070. Wir sind noch in der ersten Kampagne, spielen die vierte Mission und in der dritten haben wir eine Ölkrise überwältigt und die Fraktion der Ekos kennengelernt oder wie ich sie auch nenne, der Baumschmuser, zumindest ab jetzt nennen werde. Unter uns? Eden Initiative bräuchte viel mehr Leute wie dich. Ich habe dem Vorstand von Ihnen berichtet. Alles sind Sie angetan. Denn das sind kuschelweiche Teetrinker. Das haben wir rausgefunden. Teetrinker. Die Ekos trinken nur Tee. Wohingegen die Tycoons alle auf Schnaps umsteigen. Warnung. Unbekanntes Objekt registriert. Lokalisiere Quelle des Signals. Koordinaten erfasst. Analysiere Datenübertragung. Fehler 342. Vorgang abgebrochen. Nachricht kann nicht vollständig übermittelt werden. Ich bedauere. Geheimnisse der Tiefe ist die vierte Mission der ersten Kampagne. So. Nein, kann ich nicht. Fehler. Signal gestört. Verbindung unterbrochen. Berechne Kurs zur Quelle des Signals. Was steht da? Ich darf Sie an Ihren Auftrag erinnern. Ja. Der Prototyp Niften. Archen. Viel zu cool. Ah, unsere Sachen sind wieder weg. Sind die denn noch in der Arche? Ah, sehr gut. In der Arche werden sie gespeichert. Das müssen wir uns merken. Wenn wir die nächsten Werkzeuge und sowas ablagern wollen. Und hier sowas. Schiff ist voll. Wie, ich habe nur noch einen Platz? Warum habe ich denn nur noch einen Platz hier? Was soll das? Ach, hier ist mein anderes Schiff. Ah, okay. Da kommt jetzt das, kommt das drauf. Und da kommt das drauf. Und das. So. Und dann fahren wir mal mit dem Eco-Transporter hier mal so eine Runde rum. Nach hier drüben. Signal erfolgreich verstärkt. Absender: Devi, Professor Dr. Salman. Position: Leiter von SAAT. Spezialgebiet: Nanotechnologie. Aktuelles Forschungsprojekt: Zugriff verweigert. Sicherheitsstufe 7. Keine weiteren Daten verfügbar. Es gibt hier ungewöhnlich starke Interferenzen. Ich muss erst die Werte rekalibrieren. Ah, das ist die richtige Frequenzmodulation. Endlich lernen wir uns kennen. Professor Salman Devi, Wissenschaftsleiter von SAAT. Ihre unglückliche Situation ist leider nicht der Grund meines Hierseins. Es ist wegen der Virago, einem frühen Archenprototypen. Father glaubt, dass sie hier ist. Würden Sie mich bei der Suche unterstützen? Nein. Ich bin wohl etwas überstürzt aufgebrochen in der Aufregung. Nun fehlen mir Instrumente für meine Suche. Könnten Sie mir bei der Beschaffung einiger Komponenten behilflich sein? Nein. Habe ich die Wahl? Nein, habe ich nicht. Kontaktieren Sie Jana Rodriguez wegen einem 3D-Lokalisator. Alles klar. Jana, und wen soll ich noch kontaktieren? Kontaktieren Sie Rufus. Rufus? Rufus. Mit dem anderen Schiff. Jetzt bringe ich erstmal hier die Sachen weg. Komm, fahr! Fahr, Jung, fahr!
Professor Devi glaubt, diese Arche sei hier? War ja damals ein Riesenskandal. Ich helfe dir mit dem 3D-Lokalisator. Dafür bekommen wir alle Daten, die bei der Suche gesammelt werden. Alles klar, Chrisse. Liefern Sie Bauzellen und Holz. Aber ich kann, hab da noch gar kein Holz, oder? Hab ich Holz? Nein, ich habe kein Holz. Okay. Die Virago. Global Trust war schon damals an ihrer Technologie interessiert. Devi bekommt den Bergungsarm und ich Einsicht in alle Ergebnisse. Und Bauzellen und Werkzeug. Das ist ja wohl das kleinste Problem. Bauzellen und Werkzeug können wir schnell beschaffen. Die haben wir ja hier zu schon ihren drin. Diensten. Zumindest die Werkzeuge haben wir hier hinten. Und an die Bauzellen kommen wir auch recht schnell. Aber an das Holz noch nicht so ganz. Und dafür müssen wir uns jetzt wahrscheinlich hier was einfallen lassen. Da ist es auch schon. Holzproduktion, Baumschule. Wie kann ich das hier nochmal erweitern? Mit so einem Marktplatz, ne? Da. Geht das so? Kann ich das einfach hier hinsetzen? Kann ich da jetzt meine Baumschule hinbauen? Ja, kann ich. Wunderbar. Klappt ja. Wie am Schnürchen. Ja, ich weiß nicht, in den vorigen Teilen konnte man noch Bäume pflanzen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das hier ist. Ich probier's mal so. Das sieht mir ganz gut aus. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Okay, sieht schlecht aus. Sägewerk. Muss das Sägewerk ganz woanders hin oder direkt daneben? Tja. Pflanzt Bäume. Ah, die Baumschule pflanzt Bäume und das Sägewerk holt sich die Bäume, ja? Ich verstehe. Das ist ja blöd, ne? Dann kriegt man das ja gar nicht so hin, dass man immer... Na gut. Muss ich zwei machen, ne? Sehe ich das richtig? Ja, ich sehe das, glaube ich, richtig. So. Zack. Achtung, Produktionsstillstand. Wo? Saurer Boden. Wo ist Produktionsstillstand? Hier oben, warum? Ah, okay. Wo ist mein Schiff? Komm mal hier rüber. Du musst mal hier ein bisschen was für mich wegbringen. Und du musst Werkzeuge aufladen. 10 Stück waren es, ne? Ja. Ne, 5. Leute. Nein! Ich will doch nur 5. Ach, egal. Nimm ich halt 10. So, und du kannst hier die Fässer wegbringen. Alles klar. So, und Bauzellen brauche ich. Aber da kann ich jetzt nur 5 mitnehmen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Oder brauche ich davon jetzt 10? Davon brauche ich natürlich 10. Natürlich. Was auch sonst. Und die will auch nochmal Bauzellen. Und die will... Holz. Habe ich jetzt Holz? Ja, noch nicht genug. Okay, dann bringe ich jetzt erstmal dem Heini hier seine Sachen. Haben wir sonst noch was im Überfluss? Fisch steigt. Werkzeuge. Ist weniger geworden. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg berichten? Ja. Und denken Sie daran. Die Firma will sämtliche Informationen, die sie über die Virago zusammentragen. Ja, alles klar. Wie viel hatten wir jetzt hier?
36, dann bringe ich mal eben die 5 dann noch mit rein. So. Und 2 Holz haben wir schon. Da müsste ja jetzt hier ein bisschen schneller gehen. Ich bin gerade überlegen, lohnt es sich eine zweite Baumschule da zu bauen? Vielleicht nochmal so eine Baumschule und dann nochmal ein Sägewerk dran. Ich weiß es nicht. Ich mach's jetzt mal. Mach jetzt hier noch ein Sägewerk. So. Gut. Sollte eigentlich ganz passen. Ganz gut passen. So. Wie viel haben wir jetzt? 4. Komm, 1 noch. Ein Holz noch. Da war's. Jetzt muss es noch abgeholt werden. Na? Eins noch, 5. Alles klar. Dann Schiffchen, auf zu ihr. Sag nichts. Du hast's geschafft, oder? Ich bin echt gespannt, ob Professor Devi damit die Virago wirklich entdeckt. So, dann bringen wir die Sachen doch mal hier rüber. Und in der Zeit habe ich hier schon mal ein paar Fische wieder rausgenommen, damit die da auch wieder abgeholt werden können. Die Leute dann auch wieder arbeiten dürfen. Und die Fische können wir ja auch hier rüber in unser Konto bringen. Komm, mach voran. Eco-Schiff. Hopp, hopp. Schneller, 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 machen schneller. Wir das kurz? Ja oder nein? Nein. Aber zwangsweise ja. Ah, der 3D-Lokalisator. Daraus benötigen wir den Scanner, das GPS und das Synchronisierungsmodul. Sehr schön. Nun, wie ist der Stand der Dinge? Ja, dieser Bergungsarm könnte passen. Ich muss nur die Greifzangen zunächst von der Hydraulik trennen. Wichtig, keine Masse da in einer Minute. Jawohl. Aber ich brauche noch etwas. Noch was. Einige Schiffskomponenten für die Modifikation des Triebwerks. Dürfte ich Sie um dieses Opfer bitten? Was? Sie stellen Ihr Schiff tatsächlich der Wissenschaft zur Verfügung? Aber nicht das hier. Wenn, dann das andere. Das gefällt mir nicht so. Das hier. Das kannst du haben. Überlassen Sie das folgende Fahrzeuge. Hovercraft, Kommandoschiff. Beide? Ich hoffe, eins reicht. Sie stellen Ihr Schiff tatsächlich der Wissenschaft zur Verfügung? Okay, das war ein Hovercraft und das andere will er auch haben, ja? Ernsthaft? Ernsthaft? Dann will ich aber vorher noch ein bisschen was aus meinem Lager hier rüberbringen. So, kann ich da noch eins? Nee, okay. Dann bringe ich das jetzt noch eben rüber und dann gebe ich ihm das. Kommunikationssysteme online. Wie viel kann man denn hier so laden? Zu ihrer Verfügung. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Komm, fahr. Hopp. Hopp, 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 danke. Und einmal hier rüber. Patsch. Was ein Saftsack. Habe ich noch ein Schiff? Natürlich nicht. Ich habe kein Schiff mehr. Dann ist alles kaputt. Und dann sagt er, na, ich mach dich Arsch, du bist ein blöder Penner. Ich habe jetzt deine Schiffe zerstört und werde dich vernichten. Ich werde dich besiegen, in den Weltuntergang schicken. Atombombe! Er hat aus meinen Schiffen eine Atombombe gebaut. So sieht's nämlich aus. Ja, ja, komm.
Nimm mein Schiff und dann ist gut. Sie stellen Ihr Schiff tatsächlich der Wissenschaft. Sie waren eine große Hilfe. Der Trimaran ist nun einsatzbereit. Es wäre mir eine Freude, wenn Sie das Kommando übernehmen und die Suchexpedition leiten. Ja, gerne. Oh, der kann ja was. Einfach den Abtauchen-Knopf drücken und schon geht es in die Tiefe. Was? Keine Angst, Sie sind vollkommen sicher. Aha. Oh, das ist ja geil. Die magnetischen Interferenzen, die unsere Kommunikation gestört haben. Virago könnte dafür verantwortlich sein. Wir müssen das Phänomen mit der Scout-Drohne genauer untersuchen. Wie geil ist das denn? Platsch! Das ist ja cool gemacht. Spiel gespeichert. Nein, zapp. Das ist ja echt geil. So, Scout-Drohne. Scout-Drohne? Wie setze ich dir denn ein? Wo muss ich denn hin? Scannen Sie. Ach, da, okay. Hier müssen wir hin. Ah, das sieht ja geil aus. Was ist das denn? Eine riesige Spalte. Die sich hier durchzieht. Inselkoordinaten erfasst. Aha. Ah, so sieht das also oberirdisch dann aus. Was denn für Inselkoordinaten? Unterwasserinseln? Gibt es Unterwasserinseln? Aha. Die Analysedaten sind eindeutig. An dieser Stelle ist nichts Außergewöhnliches. Gut, dann gucken wir doch mal hier. Oh, da sieht mir nach einem Wrack aus. Neue Inselkoordinaten erfasst. Was denn für Inseln? Neue Insel geortet. Das sind ernsthaft Unterwasserinseln, ne? So, scan mal, mein Freund. Da unten sind auch Inseln. Interessant. Die Scout-Drohne registriert an dieser Stelle die größten Anomalien. Ja, dann scannen wir doch noch die anderen hier. Das sieht ja echt cool aus, wie so eine Lavaspalte. Die Analysedaten sind eindeutig. An dieser Stelle ist nichts Außergewöhnliches. Gut, dann bringen wir mal die Dokumente zurück. Da kommt's. Ich glaube, dazu muss ich auftauchen, oder?